Sottle, moin moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen, chilligen, ruhigen, entspannenden Folge 7 Days to Die mit der Apocalypse Now Mod. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, Tag 21, 21 Uhr, gleich geht's los. Wir haben einen Game Stage von 368. Ich gehe kaputt, ja. Wir werden gleich übelst auf die Punkt kriegen, ne? Obwohl ich sagen muss, bisher sind wir erst dreimal gestorben. Das ist eigentlich ganz gut. Ich habe jetzt mal alles an Waffen, was wir so hatten, ne, eingesammelt. Hab's in der Leiste. Hier im Inventar, ja, auch noch Crossbow, Bogen, alles, was da ist. Und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ich bin gespannt, ja. Mehr wie sterben geht ja nicht, wie immer. Aber ich hoffe, wir zerlegen möglichst viele Zombies, sodass wir einiges an EP kriegen. Den Tag davor habe ich jetzt schon mal hinten ein bisschen aufgeräumt. Ich habe hier noch ein bisschen Sand gesammelt. Wir haben noch ein paar Steine gesammelt, sodass wir das gleich wieder anwerfen können, wenn die Horde vorbei ist. Ja, da ist noch am Brutzeln. Das muss dauerbrutzeln, damit es weitergeht. Und ich würde sagen, wir lesen jetzt einfach noch mal ein paar Kommentare. Bis dann gleich 22 Uhr ist. Das geht ja relativ schnell. Ne? Und dann schauen wir mal. Als erstes hat der die liebe Brummelhamster geschrieben. Moin Ede, so hab's jetzt endlich geschafft, alle Folgen nachzuholen und muss sagen, mir gefällt es richtig gut. Bin echt gespannt, was du da für ein Wasserschloss bauen möchtest und wie lange es dann noch hält. Freue mich auf die nächste Folge und wünsche dir noch einen schönen Tag. Dankeschön, Brummelhamster, vielen, vielen lieben Dank. Ich bin ehrlich gesagt auch gespannt, wie lange das hält. Mal gucken. Mehr wie kaputt gehen kann's ja nicht, ne? So. Dann schreibt als nächstes die liebe Katrin. Hallo Ede, natürlich wieder schöne Folge. Ich wünsche dir eine ruhige Woche und bin gespannt auf die Hordennacht. Liebe Grüße aus dem Erzgebirge. Grüße zurück ins Erzgebirge, Katrin. Vielen, vielen lieben Dank. Auch du, eine der Top-Kommentiererinnen hier unter fast jeder Folge. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Ihr liebe Kai schreibt, danke für diese gelungene Folge. Echt schön zu sehen, wie die Geier fliegen. Den Spruch meinte ich, aber wusste nicht, ob mein Kommi gesperrt würde, wenn ich den nutze. Nein, sollte eigentlich nicht. Sollte eigentlich nicht, Kai. Das ist nur für wirklich, wirklich richtig harte Schimpfwörter und vor allen Dingen, wie es jetzt die letzten Tage hatte, für Links, ja. Also jegliche Links, die ihr dann unter eurem Kommentar postet, werden gesperrt. Das heißt, die kommen erstmal in den Überprüfungsordner und da komme ich nicht mehr hinterher, so viele sind das, wegen dem ganzen Spam, ne. Deswegen bitte, bitte keine Links oder wenn, vorher Bescheid sagen, so dass ich dann auch wirklich da reingucke, ja. Weil ansonsten, es geht unter, so viel Spam, wie da reingeschrieben wird, ja, beziehungsweise gepostet wird. Deswegen habe ich die grundsätzlich ausblenden lassen, ja. Weil keiner irgendwie Sexy Girls und sonst was hier braucht, ne. Leider, wenn man das anstellt, ist da alles voll damit. So, die rote Lampe ist schon an, es geht los. Der Andreas schreibt noch, wenn du auf der Suche nach Zement bist, ist Bob's Bores immer einen Besuch wert. Okay, dann gehen wir da nächste Folge mal hin, wenn wir Zement brauchen. So, ich bin jetzt mal gespannt. Am besten haben wir da große bei, die einfach bop hier hochkommen. Das scheint mir schon eine Schreitante zu sein. Hallo? Läuft ein Puma rum. Da ist die Schreitante. Jawohl, da kommen schon die ersten Geier. Interessant. Aha. Oh Gott. Wir sind sowas von verloren. Hallo. Uhu. Komm. Klar. Natürlich. Was ist das bitte für ein Geier? Sag mal, willst du mich veräppeln hier? Okay. 600 Leben, der Geier. Na? Ach du Kacke. Jetzt reicht's. Naja. Guck mal, wie schnell der sich wieder heilt, ne? Hallo, komm mal her. Erstmal müssen die Geier weg, dann kann der Rest weg. Gott sei Dank haben wir viele, viele Mollys. So, brennt mal. Ich glaube nur, dass das nicht viel bringt. Guck mal, die heilen sich dagegen. Die machst du überhaupt nicht kaputt. Alter Falter, da ist schon wieder einer.
So, also wir brauchen mal das gute Zeug. Zeig mir mal die hier. Was ist denn da? Ja, genau. Achtung, das ist eine gute. Das war der Demolisher, glaube ich. Alter Falter. Bringt die überhaupt was? Ja, ein bisschen, ne? Achtung! Ui! Oh, ich hasse Geier. Das Schwein da, ey, das ist so gut. So, mal gucken. Bitteschön. Achtung. Boom. Achtung. Na, wer wird denn da sauer werden? Da ist wieder irgendwer oder was explodiert. Noch ein. Oh, jetzt kommt daher. Achtung. Boom, 13.000 EP. Also ein paar haben wir gekillt, das ist ja schon mal gut. Generell. Haben wir hier noch irgendwas? Wir haben noch die zwei Kontaktgranaten, die können wir nehmen. Wir haben... Da sind noch drei Megakontaktgranate. Okay. Achtung. Achtung. Das war wieder unser Kollege. Achtung. Aha. So. Weg damit. Das Schwein geht aber auch nicht weg, ne? Kaum sag ich's schon, fällt's um. Ruhe da. So, die sind auch weg. Ich hätte gerne mal... Nachladen. Ja, so, ich hätte gerne mal vernünftige Waffen und vor allem vernünftige Munition. Ne? Er ist hinüber. Da hinten ist wer. Also ihr seht, das wäre interessant geworden. Ne? Aber du brauchst hier fast nichts mehr mit normalen Waffen schießen. Ey. Die zerlegen dich so. Und vor allem heilen die sich einfach gegen. Das ist übelst, muss ich sagen. So, das müssten wir vielleicht wieder skillen, dass die da mehr Schaden durchkriegen. Das wäre ganz gut, denke ich mal. Weil wir machen hier irgendwie gar nichts, wie gesagt. So, was haben wir hier noch? Hier haben wir noch ein Scharfschützengewehr, das hatten wir ja gefunden. Da habe ich ein paar Mods reingepackt. So, das ist nur die Frage, kriegen wir hier wen raus? Eieieiei. Da steht wer. Aber das ist das halt. Dann triffst du einmal und dann rennen die hier durch die Gegend. Und das war's, so gefühlt. So, da ist noch einer. Aua, wer oder was war das denn? Ja, jetzt haben wir hier so Kettenreaktionen, ne? Bestimmt irgendwer hingeschossen, wetten wir. Irgendwer hat da hingeschossen. So ein Spucki oder so. Alter. Oder sind die schon oben? Boxen die sich hier gegenseitig? Guck, die steht immer noch auf. Oh, das ist... Alter, 1000 Leben. Also... B-Mods sind da. Ja, genau. Weißt du, der geht jetzt auch noch auf die Kante. Auf jeden Fall. Ah, die wollen da hoch. Aber das ist nicht schlimm. Dann mach mal. Auch nicht der, sondern der hier. So. Ah, das ist bestimmt, weil hier drunter der Boden auch kaputt geht, ne? Da kommen wir nämlich gleich zu. Das ist echt ein beschissener B-Mod, ey. Ups, Jan.
Och, Geier, komm her. Holy shit. So, weg damit. Habe ich hier natürlich nirgends Platz, ne? Das gefällt mir nicht. Eieieiei. Was? So, mach sie mal weg. Aber man sieht, wie schnell die das weghauen, ne? Wir müssen echt Richtung Titanzeug, was es da gibt, ey. Bin gespannt. Wo seid ihr, Leute? Wo seid ihr? Vor allem, wie kriegen wir die gleich alle weg, wenn wir 4 Uhr haben? Das wird lustig. Das wird lustig. Ich brenne, sagen sie. Oh. Alter Falter. Ja, wie gesagt, also die Waffen kannst du eigentlich schon vergessen hier. Zumindest für die Horde. Keine Chance. So, jetzt ist er weg. Wenigstens droppen die gut Lootbags, muss ich sagen. Zack, da ist wieder einer weg. Rein da. Ja, guck dir das mal an hier. Ich glaube, über das Pistölchen lachen die sich kaputt, ne? Da kannst du fast schon sagen, spar die Munition und ja, warte bis 4 Uhr. Das ist der Hammer. Also auf die Grünen brauche ich gar nicht schießen. Boing. Guck dir das mal an, wie schnell der sich wieder voll heilt. Das ist unglaublich. Bleibt doch stehen hier. Jetzt müssen wir natürlich wieder nachladen. Sind sie alle da in der Ecke? Ich hol mal gerade die Dingens raus hier, ja? So. Sehr schön, das nervt mich. Ich will hier wieder Platz haben. Furchtbar. So, ja. Alles klar. Mehr wie aussitzen ist hier nicht, habe ich das Gefühl. Die Mollys übrigens, die habe ich alle gekauft bei den Händlern. Dachte, die bringen was, aber Pustekuchen. Ah, kommt der nächste. So, wo ist er? Weg. Alter Falter. Da sind sie da. Rein da. Müsste auch versuchen, irgendwie die Birne zu treffen. Bei den Typen, ne? Aber leichter gesagt als getan. Wenn die da so rumzappeln. Warte mal, 2 Uhr, ey. Weg. Bumm. Bitteschön. Oh, ja, das interessiert ihn überhaupt nicht. Der hält sich da einfach gegen. So. Ja, 299 hat er noch. Koffer da, den Einkaufswagen in Ruhe. Gibt's ja wohl nicht. Frechheit. Guck mal, nur noch 500 Schuss. Eieieiei. Ich meine, wir werden's überleben, aber kriegt die mal tot, ne? Um 4 Uhr. Das wird lustig werden. Und ich glaube, wenn ich das hier sehe, dann müssen wir uns noch was einfallen lassen. Für unser Wasserschloss.
wird richtig böse werden. Ob das hält? Ich weiß nicht. Komm, steh wieder auf. Lamba Klaus. Ich habe auch wieder den Aim des Todes hier, ne? Wenn ich das so sehe. Was ist das denn? Ein Terminator. Ja, nee, ist klar. Was ist denn bitte ein Terminator? What? Ein Terminator? Das habe ich noch nie gesehen. Alles klar. Oh Mann, der Terminator in der Hordennacht. Perfekt. Aber wahrscheinlich interessiert ihn das auch nicht, ne? Guck's dir an, 2000... Der verliert noch nicht mal das Leben, wenn er brennt. Ja, nee, ist klar. Guck ihn dir an, 2303. Okay. Ja. Ist das hier das Model vom Demolisher, ne? Aber... hält wohl bedeutend mehr aus. Und hält nicht still, wenn man das mal so sagen darf. Wahrscheinlich sind wir da dann auch wieder mit einem Schlag weg, wenn der uns trifft. Eieiei. Wir sind sowas von im Arsch, ey. Wir sind sowas von im Arsch. Einfach mal ein Terminator in der Hordennacht hier, ey. So, ist der hinüber? Nö, der steht immer noch auf. Definitiv bessere Waffen brauchen wir. Der weg. Der ist weg. So, lieber einzeln schießen. Level 105. Ich meine, wir machen gut EP, aber... der Terminator da, der macht mir Sorgen. Der ist hinüber. Genauso wie unsere Munitionsvorräte gleich. Da höre ich doch schon wieder einen Geier. Wo ist der? Da. Weg damit. Guck mal selbst die, wie viel die aushalten jetzt. Was das ruckelt, ey. Was das ruckelt. Bumm, runter da. Bitteschön. Los, rennen Sie durch, brennen Sie, meine Lieben. Aha. Ach, die flitzen können auf einmal, ne? Und davon haben wir ja noch ein bisschen Munition. Aber ich habe keine Ahnung, wo der Terminator ist. Übel. Irgendwen oder was haben wir da getötet da unten? Die AK ist gleich hinüber. Rein da, brennt alle meine Freunde. Macht ihr gut. Oh, 3.37 Uhr. Hui. Hui. So, ich könnte einfach noch mal gerade lesen. Der liebe Philipp K. schreibt, guten Abend, Edel. Ist es möglich, das Wasser zu entfernen unter deinem Wasserschloss und dann ein Kellerlager zu bauen? Cheaten zum Unterwasserbauen finde ich okay. Vermisse schon E3PO. Ich vermisse E3PO noch nicht wirklich. War das wieder ein Geier? Und ja, kann man, mache ich aber nicht. Hatte ich dir auch schon geschrieben in den Kommentaren, ne? Weil es mir mal passiert ist, dass wenn man seine Mine... was zum Teufel? Seine Mine direkt unter der Baseboard, sowas hier passiert, ja? Die Stabilität geht flöten und auf einmal bricht alles über dir zusammen. Wie du siehst, wahrscheinlich, weil die hier wieder irgendwo die Blöcke weghauen. Dadurch geht hier oben die Stabilität verloren und dann kracht alles ein. Da ist der Terminator wieder. Oh Mann, ey, wie sollen wir das nur machen? Wie sollen wir die nur tot kriegen? Immer schön in die Ecke da. So, 4 Uhr.
Das heißt, es kommen schon mal keine neuen mehr. Wir können sie jetzt mal dezimieren langsam. Machen wir jetzt hier mit. Mir reicht's. Ist da noch mehr am Böllern? Die rennen immer noch so alle, ne? Das ist echt krass. Was ist das bitte? Immerhin regeneriert er nicht. Das ist ja schon mal was. Wenn ich gleich unten liege, bin ich tot. Na, kommen sie? Was ist das denn? T-800? T-1000? Ich weiß es nicht. Bitteschön. Ich glaube, die sind gleich hier oben, ne? Kann das sein? Die sind hier irgendwo am Hauen. Die bauen sich hier eine Treppe nach oben. Wetten wir. Muss ich mal nach hinten locken hier? Da habe ich ja die Treppe abgemacht. Also die können nicht hier hochkommen. Es sei denn, ich fall hier runter. Hallo! Da kommt sie doch schon. Die liebe Elke. Die liebe Elke. Ah, genau. Kommst du her? Also, ich denke, du hast Verständnis dafür, dass ich da jetzt nicht runtergehe, ne? Oder? So. Einfach drauf hämmern. Bis ich nachgeladen habe, sind die alle wieder da. Beziehungsweise weg. Boah, ruckelt das, ey. Die hier können wir lustigerweise nicht in die normalen Waffen laden. Warum auch immer. Ich weiß es nicht. Hier haben wir noch ein paar normale Granaten. Die könnten wir nehmen. Sind die hier im Zwischendach oder was? Hallo? Oh, guck mal, hier ist so ein Rucksack. Da waren wir noch nicht dran. Wow. Kannst behalten. Kommt mal hier in die Ecke. Mal gucken, ob wir hier ein paar weniger hinkriegen. Da kommen sie alle. Ja. So, mal gucken. Achtung. Naja, guck mal, wie viele das noch sind. Okay. Wieder ein paar weg. Haut doch nicht alles kaputt. Guck mal, da ist noch eine schöne Kiste, die wir noch gar nicht gemacht haben. Wie viel hat der Terminator? Keine Ahnung, kann ich nicht sehen. Der müsste aber gleich auch weg sein, oder? 1000 hat er noch. Jetzt hat er noch 700. Das macht dem überhaupt nichts. Das macht dem überhaupt nichts. Du machst 7 Schaden mit einem Schuss aus der Pistole. Ist das krank oder ist das krank? Ja, ich sag ja, wir brauchen bessere Waffen. Die Horde dauert ein bisschen länger, ne? Wie man sieht. Eieieiei. Was? Wo? Komm, wir brauchen noch hier eine Horde. Eine Geierhorde. Da seid ihr alle dran. Aha. So, wir müssen reparieren. Dankeschön. Weg mit dir. Wow, einer brennt. Juhu! Na, was ist da noch explodiert? So, noch einer weg. Ja, wo sind die alle?
Ich möchte halt mal wissen, wie viele das noch sind. Wir können ja schon mal tauschen. Wo ist unser... Hier. So, so. Und wir müssen uns die nochmal angucken. Die guten. Da kommt der Terminator. Der rennt immer noch darum mit 70 Leben. Wie viel hält das Vieh bitte aus? Das ist ja nicht mehr normal, ey. Oh, alle runtergefallen. Was fehlt noch? Komm mal raus. Wie willst du das machen? So, brennt ihr damit mehr? Na, damit ticken sie sogar ein klein bisschen runter. Ich weiß halt nicht, wie viele das sind, ne? Wenn wir jetzt da runtergehen, sind wir tot, garantiert. Mit unseren Popelwaffen. Hm. So, da ist er wieder. Jetzt machen wir erstmal den hier weg. Der eiert hier rum. 33 Leben. So, Terminator, weg. Du siehst halt kaum was, ne? Und ja, nee. Ist klar. Noch mehr, bitte. Wo ist die Schreitante? Wo ist die? Anmachen. Runter da. Bitteschön. Achtung. So, ist sie weg oder lebt sie noch? Achtung. Schon übel, ne? Jetzt ist da noch ein Bär. Was ist denn da los? Ich dachte, das wären weniger und nicht mehr. Schnell nochmal grillen hinterher. Bitteschön. Oh Mann. Wenn man die wenigstens treffen würde, ne? Wenn man sie wenigstens treffen würde hier. Also wir müssen uns definitiv was einfallen lassen. Wir haben 6 Uhr und hier sind immer noch so viele unterwegs. Aber weil auch die Olle einmal geschrien hat. Das war nicht so clever. Ja, ihr fehlt jetzt noch hier, weißt du? Okay, lauf. Der hat uns hier runtergekickt, verdammt. Da ist ein Hund. OMG, OMG. Ach du Scheiße. Aber jetzt sehen wir wenigstens mal, was da noch alles kommt. Ja, wir können ja mal gerade tauschen. Vielleicht schaffen wir das. So und so. Guck dir das mal an. Du machst echt null Schaden an ihm. Null Schaden machst du an ihm. Alter Falter. Guckst dir an. Geier, komm her. Boah, dieser Geier, ne? Kommst du jetzt mal? Ja, guck dir das mal an, wie schnell der wieder voll ist. Wir haben keine Chance. Kriegst du nicht tot so? Kannst du vergessen. Guck, und jetzt haut er wieder ab, wo du ihn nicht treffen kannst. Er heilt sich voll.
Komm, Runa! Also, das ist das, was ich meinte, ne? Jetzt musst du schon so ein, guck's dir an. Keine Chance. Also, ja, genau. Ein feraler Kasper fehlt auch noch. Bin dann mal weg hier. Tschüss. Eieieiei. Ja, da können wir jetzt ein Spiel draus machen. Noch 2 Stunden, bis wir tot sind halt, ne? So, gib mir mal, wo ist die AK? Hier ist die AK, aber wir haben keinen Schuss mehr dafür, ne? So, weil die AK, die hat den Red Remover drin, den brauchst du. Ohne keine Chance. So, guck, und schon ist er weg, wenn man sich nicht mehr heilt. So, erstmal aufräumen hier. Meine Güte, da müssen wir gucken, was da hinten wieder so los ist. Ja, den Loot wollte ich schon mitnehmen. Ist schon übel, ne? Also das war dann jetzt so die erste Horde, wo es richtig losgeht und es wird nur noch schlimmer. Was sagt uns das? Weiterbauen, Waffen suchen, Munition suchen, ne? Das ist übel. So, jetzt lass erstmal hier heilen. Zack, das haben wir. Ja, die AK ist da, aber wir haben halt keine Schuss mehr dafür. Das ist das Problem. Ich weiß nicht, wer da hinten jetzt noch rumrennt. Ist hier Ruhe? Kamen die alle mit? Eieieiei. Übel, übel. Ach, der Dübel, ne? Oder wie war das? Wir sammeln mal so viel ein, wie geht, ja? Keine Ahnung, wo die anderen alle hin sind. Ob die noch hier drin rumrennen, wüten. Was weiß ich. Wie viel Farbe hat der denn bitte mitgebracht? Was ist das hier? 44 Desert Vulture, okay. Das ist dieselbe, wie wir haben, nur halt in groß, ne? In höherer Qualität. Was ist das hier? Eine Battle-Axt, okay. Compound-Bogen, okay. Legendary Sword. Alter, sowas brauchen wir. Guck, das ist instant gekauft. Nice. Legendäres Schwert. Bin ich mal gespannt, was das für einen Schaden macht. Was haben wir hier? Rizo MF. Genau sowas brauchen wir. Titanbeinrüstung. Sehr gut. 63, 67. Perfekt. Also, weiter so. Boah. Alter Falter. Was haben wir hier? Eine M60, eine MP5, Scharfschütze. 71er automatische, perfekt. Ist da oben noch was drin? Ja, ein Buch, was wir schon kennen, okay. Aber wir nehmen das hier mal mit, ja. Weil das ist zu schade, um es liegen zu lassen. So, natürlich sind wir wieder überladen. 37, ne? Was sonst? Alles voll hier? Oh Mann, guck mal, hier ist auch noch ein bisschen. Das gehen wir mal später holen. Holy shit. So, hier ist offen. Guck, hier haben sie angefangen, eine Treppe reinzuhacken, ne? Hier auch. Aber Gott sei Dank sind die weg. 71er, den können wir auch direkt austauschen gegen unseren 25er, gegen den 16er, den wir hatten hier. Sehr gut. Krass. Echt krass. So, was haben wir hier noch? Eine 54er. Militärhosen. Da geht's, was weiß ich, wie tief rein. 47 überladen. So. Das hier überladen. Was haben wir hier? Da sind schon wieder hier E3PO ist hier, ne? 68er Compoundbogen. Der Stahlspeer ist mir egal. Den brauchst du sowieso nicht mehr. Ja. Holy moly. Und wie viele Waffen die mitbringen, ne? Was ist das hier? Ein Cleaver. Ja. So, gleich voll hier. Hier ist nichts mehr, ne? Doch, da liegt auch noch einer. Also ich würde sagen, noch eine Nacht hält der nicht durch. Das heißt, Tag 28 muss wieder was anderes, ja? Und wie man das sieht hier, die hätten uns unsere Silos, hätten die locker zerlegt. Ja, das war ja richtig übel. Der Terminator. Eieiei. Ich meine, er ist nach der Horde, also um 4 Uhr wurde er wieder langsam. Aber was der an Leben hat, der kriegt ja überhaupt keinen Schaden mehr durch die normale Munition. Das wird lustig. Ja, wir brauchen die bessere Munition. Und, Alter, guck dir das mal an hier. Ein Schlachtfeld. So, ich gucke jetzt mal gerade, wen habe ich hier noch vergessen? Den lieben Kai, der hat unten noch einmal geschrieben. Naja, du nur 48 überladen und dein Moped noch ganz voll. Jo, so sieht's aus. Guck, jetzt sieht's nicht anders aus. Wohin mit dem Zeug, ne? Wohin?
Und wir haben immer noch keine Kisten. Oh no, oh no. Ja. 762 Munition leer. Shotgun-Muni haben wir noch, aber die ist nur für uns. Magnum-Munition, ne, normale Pistolen-Munition haben wir noch ein bisschen, aber wir haben nur eine Bülle-Pistole. Die normalen Mollys machen fast gar nichts mehr. Die guten müssen wir gucken, wie wir die machen können. Und ich würde sagen, du kannst, wenn es dir gefallen hat, einen Daumen hoch da lassen. Ich sag wie immer, danke für deine Zeit.